Aber du bist der Meister, Merci. die Nummer 87, sage ich dir gleich. Also bekommt die dann den Gutschein für dein Fotoshooting. Ja. Da bin ich ja gespannt, ob wir da vielleicht auch schon wieder das nächste Model haben. Wer weiß. You'll never know. Ja, ich würde mal sagen, ich suche. Schnell kann es geschehen. Ja, wie war denn das damals bei dem Marc Keller? Der war bei Rudi Carrell in dieser Talentshow, genau. Und das ist schon mindestens 20 Jahre her. Ja, und der eine ist schon weg und der andere lebt noch. Ja, der eine ist leider verstorben. Ruhe im Frieden, der Rudi Carrell. Aber ich habe das damals gesehen, als der Marc Keller gewonnen hat. Und er war mein Favorit. Absolut. Und ich wusste es, er schafft. Die wartet. Ja, ich würde sagen, die rufen wir dann auch morgen nochmal an. Leider, weil wir gehen jetzt in die Yoga-Übungen. Mein nächster Termin. Wie, der nächste Termin zur Yoga-Übung? Richtig. Komm, auf geht's. Ich muss jemanden kennengelernt. Gut, also dann lass uns in die Yoga-Übungen gehen. Ja. Wir werden jetzt dich wieder ein bisschen runterbringen. Danke. Du bist jetzt ein bisschen aufgeregt wegen total der schönen Frauen. Und die Brigitte Felsmann, unsere Freundin, Die wird uns jetzt ihre schönsten Yoga-Übungen zu Gemüte führen. Genau. Wir werden uns ein bisschen runterbringen lassen, die Ruhe genießen. Genau. Und dann einfach ein neues Leben anfangen ab morgen. Kriege eine neue Massage von ihr, ist kein Problem. Sofort. Ja. Bis nachher. Willst du jetzt deine innere Mitte finden oder nicht? Meine innere Mitte? Ja. Ich bin zu rund dafür, das geht noch gar nichts. Findest du meine eigentlich, Mitte, dass du in Einheit von Körper, Geist und Seele bist? Wo bin ich? Da, wo wir dich jetzt gleich hinbringen. Tschüss. Wir bauen jetzt um. Das heißt, falls das Bild verschwindet in 10 Minuten, sind wir wieder für euch da. Jetzt kommen einfach auch die Übungen. Ich bin Brigitte Felsmann, ich bin Yoga-Lehrerin, schon seit fast 10 Jahren. Ich unterrichte in München, derzeit 10 Klassen, vor allem in Firmen. Vor allem in Firmen und aber auch Privatunterricht oder auch eben private Gruppen. Heute werde ich euch den Sonnengruß zeigen, gemeinsam mit einer Aspirantin. Und ja, mal sehen, vielleicht wollt ihr auch schon zu Hause mitmachen. Ich mache jetzt den Sonnengruß vor. Where the
Und dann werden wir, Sabine und ich, ihn gemeinsam üben. Bitte, Sabine, komm, damit ich dir die einzelnen Stationen zeigen kann. Okay. Und zwar als erstes lernen wir den ersten Step. Schon mal den aufrechten Stand. Die Füße sind ein Stück weit auseinander. Das Gewicht legst du auf die Außenkanten der Füße. Steißbein geht Richtung Erde, also das Becken ein bisschen kippen. Kannst du ruhig ein bisschen dich anschauen dabei. Brustbein hebt sich, Schultern sind entspannt. Und die Hände vor der Brust falten. Das ist der aufrechte Stand im Yoga. Und jetzt strecken wir uns nach oben, blicken zu den Händen nach oben, ganz bis in die Fingerspitzen strecken und dann leichte Rückwärtsbeuge. Den Atem einfach fließen lassen. Und mit geradem Rücken nach unten kommen. Unten angekommen, den Kopf hängen lassen, locker lassen. Die Hände müssen den Boden nicht berühren. Dann ziehen die Hände nach vorne, den Kopf anheben und wieder nach oben kommen. Wieder nach oben strecken. Bitte halten und in die leichte Rückwärtsbeuge gehen. Den Atem fließen lassen. Und jetzt bitte die Hände nach vorne strecken und wieder mit geradem Rücken nach unten kommen. Genau. Unten dann Kopf locker lassen, Schultern locker, Nacken locker. Genau, das passiert nicht in der Bewegung, sondern mehr aus dem Gefühl heraus. Dann ziehen die Hände wieder nach vorne und du kommst in einer Weidenbewegung nach oben. Nochmal nach oben strecken, ganz lang machen. Und dann die Hände über die Seite nach unten nehmen. Nachspüren. Nachspüren bedeutet beobachten, was sich im Körper tut, der Atem. Dann lernen wir die zweite Station. Und zwar kommen wir in den Kniestand. Hast du Probleme mit den Knien? Geht's gut? Okay, super. Dann nehmen wir das rechte Bein nach vorne, so gut über 90 Grad nach vorne und mit der Ausatmung das Becken sinken lassen. Genau. Oberkörper gut aufrichten, Schultern entspannen, Fingerspitzen zeigen Richtung Erde. Den Atem fließen lassen. Dann einfach die Hände vorne ablegen. Ich gehe ein bisschen zurück, damit du Platz hast. Und trotzdem im Becken tief werden. Genau, locker lassen. Sehr gut. Den Atem fließen lassen. Und mit der Einatmung wieder nach oben kommen. Und wir wechseln die Beinstellung. Linkes Bein nach vorne. Wieder gut über 90 Grad. Und mit der Ausatmung das Becken zum Boden sinken lassen. Oberkörper aufrichten, Schultern entspannen. Bitte halten. Und dann die Hände nochmal vor dem
beim Fuß ablegen und trotzdem das Becken weiter sinken lassen. Der Blick geht geradeaus. Genau. Und locker lassen. Sehr gut. Und mit der Einatmung wieder zurückkommen in den Kniestand. Als Ausgleich Yoga Mudra. Ganz nach hinten gehen und mit der Ausatmung die Stirn am Boden ablegen. Die Schultern locker lassen, den Rücken ganz rund machen. Genau, loslassen. Mit der nächsten Einatmung wieder nach oben kommen. Dann zeige ich dir die nächste Übung, und zwar den Hund. Du schaust einfach erstmal zu und dann machen wir das zusammen. Gehen in die Ausgangsposition. Jetzt wird es auch endlich warm. Vierfüßlerstand. Genau, die Finger spreizen, die Beine sind ein Stück weit auseinander. Hinten die Zehen aufstellen. Und in einer Bewegung in den Hund hineingehen. Der Po zieht nach hinten und die Arme drücken sich fest weg vom Boden. Die Ohren weg von den Schultern und den Rücken gerade machen. Bisschen nachgeben, genau, super. Fersen ziehen zum Boden. Okay. Und dann die Knie wieder aufsetzen, das Becken ganz zurücknehmen. Und Yoga Mudra, diesmal mit den Händen nach vorne. Die Stirn am Boden ablegen und locker lassen. Ausatmen. Mit der Einatmung nochmal nach oben kommen. Genau. Und Ausgangsposition. Sehr gut. Den Po ganz nach hinten ziehen. Genau. Rücken gerade machen. Die Ohren weg von den Schultern und viel Kraft in die Hände. Genau, probier doch mal ein bisschen die Knie durchzubeugen. Genau, und den Rücken noch gerader zu machen. Sehr gut. Dehn dich, streck dich direkt aus dem Rücken heraus. Sehr gut. Noch drei Atemzüge. Tiefe Atemzüge. Noch zwei. Und noch einen. Und dann wieder Knie absetzen, das Becken ganz zurück, Hände lässt du da, genau, und mit der Ausatmung die Stirn am Boden ablegen, locker lassen. Mit der Einatmung wieder nach oben kommen. Genau, kommst einfach in den Fersensitz. Genau, macht nichts, macht nichts. Jetzt zeige ich dir die nächsten zwei Sequenzen. Und zwar ja, erstmal vielleicht die schiefe Ebene. Schiefe Ebene geht so ähnlich wie beim Hund. Bloß bin ich hier ein bisschen weiter weg. Ich mache es mal vor. Und das ist dann die Schlange. Dann machen wir das jetzt zusammen. Genau. Die Hände greifen ein bisschen weiter nach vorne, sodass du jetzt mehr Fläche zwischen dir hast und nicht nur das Quadrat wie beim Hund. Hinten die Zehen aufstützen und mit einer Bewegung nach vorne kommen. Genau. Und jetzt schaue ich ein bisschen, Po ein bisschen höher, damit du praktisch so gerade bist wie ein Brett. Sehr gut. Genau, noch ein bisschen vielleicht. Super. Und dann darfst du schon die Knie aufsetzen, die Brust zwischen den Händen ablegen und das Kinn ablegen. Der Po bleibt oben.
Okay, macht nichts. Knie. Die Knie dürfen den Boden berühren. Genau, super. Und nach vorne gleiten. Und locker lassen. Die Füße dürfen ruhig jetzt so nach außen fallen. Zehen sind nach innen gebogen. Also großen Zehen zeigen zueinander. Und dann stützen wir uns nochmal auf. Wiederholen nochmal. Du weißt ja jetzt schon deine Position. Hinten die Zehen aufstützen und in einer Bewegung nach vorne. Genau. Sehr gut. Dann die Knie aufsetzen, Brust zwischen den Händen und Kinn. Und nach vorne gleiten und locker lassen. Und dann nochmal, weil es doch wichtig ist, es ist ja eine zentrale Übung im Sonnengruß. Okay, mach du mal. Hinten aufsetzen, genau, und schiefe Ebene. Bisschen höher mit dem Po, genau. Und Knie absetzen, Brust zwischen den Händen, genau. Und nach vorne gleiten und ganz ablegen, sehr gut. Machen wir jetzt die nächste Übung dazu. Also wir liegen praktisch schon hier in der Position. Und dann kommt nämlich die Cobra. Ich zeige dir das kurz. Leider verliere ich das immer. Kannst du mir mal helfen? Vielen Dank. Okay, also Cobra. Wir liegen praktisch schon in dieser Ausgangsposition. Die Hände ganz nah zur Brust, die Ellbogen ganz nah zum Körper. Die Beine schließen und ruhig die Stirn oder das Kinn am Boden ablegen. Der Körper fühlt sich jetzt lang und schmal an. Mit der nächsten Einatmung den Kopf anheben und aus der Brustwirbelsäule nach oben kommen. Nur so weit, wie die Brustwirbelsäule das zulässt. Und wieder zurückkommen, den Kopf auf den Händen ausruhen. Dann nochmal die Hände. Genau. Die Ellbogen nah zum Körper. Und mit der nächsten Einatmung aus der Brustwirbelsäule nach oben kommen. Der Blick geht nach oben, da geht's hin für die Cobra. Genau. Geh nur so weit, wie das die Brustwirbelsäule zulässt. Tu mal die Hände weg. Genau, einfach mal kurz nach oben die Hände. Dann darfst du ruhig weiter runter gehen. Genau. Genau, super. Aha. Und wieder zurückkommen. Den Kopf auf den Händen ausruhen. Sehr gut. Dann die Hände aufstützen und nach oben kommen zum Stehen. Die Hände verlassen zum Schluss die Erde. Jetzt haben wir praktisch die einzelnen Stationen des Sonnengrußes zusammen gemacht. Jetzt wollen wir das zu einem Ganzen also zusammenbinden. Kommen nach vorne, sodass wir nach hinten ein bisschen Platz haben. Geht das so? Okay. Den aufrechten Stand, Füße ein Stück weit auseinander. Das Gewicht auf die Außenkanten legen. Steißbein Richtung Erde. Brustbein hebt sich. Schultern sind entspannt. Und die Knie locker lassen. Sich erstmal wahrnehmen, aufrechten Stand. Und dann falten wir die Hände vor der Brust. Anjali Mudra. Die Daumen berühren das Brustbein. Die Finger sind geschlossen. Mit der Einatmung strecken wir uns nach oben.
Der Blick geht zu den Daumen. Sich ganz lang machen. Und in die leichte Rückwärtsbeuge gehen. Dann wieder zur Mitte kommen und mit geradem Rücken nach unten kommen. Unten angekommen, den Kopf locker lassen, Schultern locker lassen, aber wie gesagt aus dem Gefühl heraus. Die Hände müssen den Boden nicht berühren. Ist aber gut, wenn Sie es können. Dann die Hände aufsetzen und das rechte Bein zurück. Der Blick geht nach vorne und im Becken nachlassen. Tief gehen, locker lassen. Hinten die Zehen aufstellen vom rechten Bein und das linke Bein dazu, schiefe Ebene. Mit der Ausatmung Knie, Brust, Kinn absetzen. Nach vorne gleiten in die Kobra. Die Zehen aufstellen und wir gehen in den Hund, das Becken ganz zurück. Die Fersen ziehen zum Boden, die Arme drücken sich fest weg vom Boden. Der Kopf ist locker zwischen den Armen. Mit der Einatmung das rechte Bein nach vorne nehmen. Und das linke Knie absetzen und im Becken wieder locker lassen. Sehr gut. Dann das linke Bein dazu nehmen, wieder Kopf locker lassen, Schultern locker und mit der nächsten Einatmung ziehen die Hände nach vorne, Kopf anheben und nach oben kommen. Nach oben strecken und in die leichte Rückwärtsbeuge. In die Ausgangsposition kommen. Genau, dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Sonnengruß. Einfach jetzt mal mit dem Atem verbinden, hast du schon mal gemacht? Schon sehr lange her. Genau, wie ihr sehen könnt, ist nämlich die Sabine auch noch nicht so lange beim Yoga dabei, hat schon mal Yoga gemacht, ist aber schon länger her. Und ich hoffe, ich kann sie heute gewinnen und auch für länger, dass wir gemeinsam noch viele Yogastunden zusammen machen werden. Okay, dann machen wir jetzt nochmal den Sonnengruß mit dem Atem zusammen, damit du einfach mal spürst, wie das so mit dem Körper, was das macht. Okay. Schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn ablegen, ganz ablegen, einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, ausatmen, Kopfknie. Einatmen, Halbmond. Aber ich will die natürlich an.
ich glaube schon. Hört ihr mich? Okay. Ich sehe schon, die Alexandra hätte am liebsten mitgemacht. Die sieht so aus. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank, Brigitte. Gerne. Also es hat mich echt inspiriert, wieder anzufangen, einzusteigen. Ja. Freut mich sehr. Und ja, es hat mir totalen Spaß gemacht. Also wirklich mit deiner Liebe und Hingabe, wie du es machst. Vielen Dank. Also nicht zu streng, aber doch klar. Mhm. Und ja, spricht mich sehr an und freue mich. Ja, magst du vielleicht noch den Zuschauern auch erzählen, wo du deine Praxis hast, was du unterrichtest, was das jetzt für Yoga-Übungen, es gibt ja so viele verschiedene Yoga-Richtungen, genau. So wie wir es auf der Yoga-Expo auch gesehen haben. Was das für eine Art von Yoga war, vielleicht magst du darüber ein bisschen was sagen. Gerne. Also Yoga ist ja eine sehr alte Kunst, eben über 5000 Jahre alt, und ich mache sie nur einen ganz kleinen Teil davon, eben nur 10 Jahre, also unterrichte ich. Selbst Yoga praktizieren tue ich seit 18 Jahren und es hat einfach mein Herz erfüllt, weil ich habe bereits schon mit 5 Jahren mich sehr viel bewegt, habe getanzt, sollte ins Ballett gehen und habe sehr viel Leistungssport gemacht, und ja, Bewegung ist einfach mein Leben, und deswegen habe ich mich dann auch auf den Yoga-Weg gemacht. Ich habe das erste Mal Yoga gemacht, da war ich am Gardasee auf dem Steg gestanden und umringt von den Bergen, und das war einfach die richtige Atmosphäre, um Yoga zu machen. War wunderschön. Und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, und ich habe einige Schulen besucht und habe dann eben 2000 die Ausbildung angefangen. Und ja, also es hat mir gleich so viel Spaß gemacht, die Ausbildung in 2000, dass ich auch gleich zum Unterrichten angefangen habe, 3 Monate nachdem ich angefangen habe. Und ja, hat mir einfach bis... Ja, genau. Das ist live. Genau, das ist live. Das habe ich einfach losgelassen. Und ja, jetzt bin ich sehr happy, dass ich eben mittlerweile so viel unterrichten kann, also in der Woche 10 Klassen. Und ansonsten habe ich aber noch Zeit für Einzelstunden und habe 2 Privatgruppen, die manche Leute mich schon jetzt bereits im 9. Jahr besuchen. Und ja, das finde ich schon klasse. Und wo hast du denn deine Schule, Brigitte? Also ich selber habe keine Schule. Ich unterrichte aber für Santolan Ayurved im Meditationsraum und gehe meistens zu den Firmen, meistens zu den städtischen Einrichtungen, je nachdem, wer mich bucht. Und dann können die Leute sogar vom Arbeitsplatz kurz weggehen und für 60 Minuten Yoga-Übungen machen, sich entspannen dabei, aber auch den Geist und den Körper kräftigen. Und das wirkt sich sehr positiv dann auf das Arbeitsergebnis aus im Anschluss, habe ich mir sagen lassen. Wow, das finde ich genial. Das habe ich so in der Form noch nicht gehört. Das heißt, du gehst nach außen. Also man kann dich buchen als Institution, als Schule, als was auch immer. Gibt es denn, wirst du auch richtig von Betrieben gebucht, wo hauptsächlich jetzt so Männer, so Business-Männer, was hast du da für Erfahrungen? Ja, lustigerweise werden es jetzt immer mehr Männer. Also das heißt, so die Frauendomäne ist jetzt gar nicht mehr so alleine Frauendomäne, sondern in den Firmen ist es fast 50-50, dass Frauen und Männer kommen. Und es gefällt ihnen sehr gut. Also ich bin jetzt schon wieder ausgebucht, also fast ausgebucht. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Okay. Und was für eine Art von Yoga haben wir jetzt hier praktiziert? Also wir haben jetzt zusammen Hatha-Yoga gemacht. Hatha-Yoga unterscheidet sich vor allem dadurch, und jetzt alle aufpassen, weil das hört man oft nicht so, dass wir kurz innehalten. Das heißt, auch wieder bei uns bleiben und spüren, was macht es mit dem Körper, was macht es mit dem Atem. Und ich unterrichte aber auch andere Arten von Yoga, zum Beispiel Kundalini-Yoga oder Fruchtbarkeits-Yoga. Eine, die eine Einzelstunde im Fruchtbarkeits-Yoga bei mir gebucht hat, hat 2 Wochen später, war sie schwanger und hat sich sehr gefreut. Und ich habe auch eine Reihe entwickelt für Yoga 44, also die Frau ab 44, damit sie sich auch wohlfühlt, wenn es darum geht, die Menopause zu bestreiten. Also das sind dann ganz spezielle Übungen, die... Genau. Aber es geht halt einfach darum, den Hormonhaushalt zu regulieren und ja, das Ganze angenehm gestalten, also dass dann keine Hitzewallungen mehr kommen und so in der Richtung.
Und dann gibt es noch meine große Passion, Kalaripayat. Das ist eine Kampfkunst, die ich jetzt auch schon, ja, jetzt dann im 5. Jahr ausübe. Und daraus entspringt auch Kalari-Yoga. Das ist das, was du zum Schluss... Das war genau, diesen Sonnengruß, der sehr dynamisch ist. War ja ist. Ganz speziell. Ja, genau, ganz speziell. Ja. Das ist Kalaripayat, was auch ganz eng mit dem Ayurveda zusammenhängt, weil normalerweise würde ich mich jetzt einölen und dann so richtig trainieren. Und da geht es aber dann schon Richtung Kampf. Also gibt dann auch Kurzstock, Langstock und verschiedene Waffen. Okay, Kampf in welchem Sinne? Kann man das... Also, ja, es ist eine Kampfkunst, okay. Kann man so sagen. Also mehr zur Verteidigung oder wofür ist das gedacht? Ja, natürlich Verteidigung. Mhm. Alle ernsthaften Kampfkünste sind im Grunde auf die Verteidigung ausgerichtet, weil als Praktizierende oder als Praktizierender würde keiner, glaube ich, freiwillig irgendwie den Kampf anfangen. Das heißt, das macht einfach, bringt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ja, Stärke, dass genau. Man nicht ausgeliefert ist, ja. Sondern... Und okay. Der große Unterschied zwischen Kalari-Yoga und Kalari-Payat, also die Kampfkunst, und dem Hatha-Yoga zum Beispiel ist, beim Hatha-Yoga ist es eben die Richtung nach innen oder das Innengerichtetsein. Mhm. Und beim Kalari-Yoga ist es klar das Umfeld, das Außenfeld. Da bin ich nach außen gerichtet und sehr präsent. Wow. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben vorhin schon kurz, wir haben uns heute erst kennengelernt, ein bisschen gesprochen. Brigitte wird auch zu uns ins Studio mal kommen und wird uns auch beschenken. Und Alexandra, du wirst dich auch freuen. Wir haben ja schon geplant, spezielle Frauensendungen auch mal zu machen. Das liegt uns sehr am Herzen. Und dann passt Brigitte wunderbar mit dem, wie hast du, Fruchtbarkeits-Yoga. Ja. Das interessiert mich total, finde ich sehr spannend, dass wir wirklich so eine vielseitige Sendung starten können für Frauen. Die Göttin in dir, die auf unserem Göttinnenkanal schon regelmäßig läuft. Also wirklich das weiter auszubauen, das liegt mir total am Herzen. Und mit der Mission, also genau. Es passt alles, es kommt ein Bausteinchen nach dem anderen, ich freue mich total. Das ja, ist jetzt mich auch schön. Wow. Dann würde ich jetzt gern zum Schluss noch meine Telefonnummer doch geben, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt. Ich bin zu erreichen unter 0170 2169 073. Moment, gleich nochmal. 0170 2169 073. Und meine Internetseite www.körperenergie.net. Okay, bis bald. Ciao, Namaste. Vielen Dank, Brigitte. Und vielen Dank, Alexandra. Alexandra, magst du das Schlusswort von dem Ganzen? Ich finde es schön, wenn du noch das Schlusswort... Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir, Brigitte, und auch bei dir, Sabine, und beim Cheat... Ja, unserem Schatz hier bedanken. Und das Einzige, was ich noch zu sagen habe, ist, dass mir die Worte einfach fehlen. Mal zur Abwechslung. Oh. Und deswegen euch allen da draußen noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen und ja, kommt uns gerne mal besuchen in eurem Studio, bei uns, bei der Brigitte. Also wir freuen uns auf euch alle. Schönen Abend noch.